Die Streifenwagen. Guten Morgen, Matt. Wie geht's dir heute? Du hast Geburtstag? Wirst du Streife fahren? Vielleicht solltest du erst mal dein Licht reparieren lassen. Es ist schon eine ganze Weile kaputt. Frank hat vielleicht eins übrig, das er dir erst mal leihen kann. Hier sind wir auch schon an der Feuerwache. Oh, schau, da ist Frank. Ach du liebe Güte, Frank kann Matt sein Licht nicht leihen, er hat es verloren. Und sein Ersatzlicht ist kaputt. Was für ein Zufall. Hey Matt, Amber, der Krankenwagen, hat vielleicht ein Ersatzlicht. Oder vielleicht leiht sie dir ja auch ihres. Oh, das ist aber nett. Frank will dich begleiten. Großartig, da ist Amber. Und sie hat ein Licht. Und hier sind Matt und Frank. Aber warum sieht Frank so besorgt aus? Matts Licht ist kaputt und er braucht eines, um auf Streife zu fahren. Vielleicht, weil er heute Geburtstag hat, könnte er deins leihen, Amber? Wow, Amber ist gerade sehr in Eile. Ich denke mal, sie braucht ihr Licht, wenn sie zu einem Notfall muss. Wie sieht's aus mit Tom? Sollen wir ihn besuchen? Er hat bestimmt ein Ersatzlicht irgendwo in seiner Werkstatt. Frank hat recht. Ihr solltet euch aufteilen, wenn ihr nach einem Ersatzlicht Ausschau haltet. Und ihr trefft euch einfach mittags wieder an der Polizeistation. Hey Tom, Matt braucht ein neues Licht. Hast du eines? Was? Du hast überhaupt keine Ersatzlichter? Das ist aber seltsam. Auch Tom scheint es sehr eilig zu haben, wie irgendwie jeder heute in Car City. Oh, armer Matt. Komm schon. Du hast immer noch ein bisschen Zeit, bevor du dich mit Frank treffen sollst. Wir schauen einfach nochmal in der Stadt. Vielleicht hat irgendjemand ein Ersatzlicht. Die Uhr sagt, es ist fast Mittag. Du solltest zurück zur Polizeistation fahren, um Frank zu treffen. Vielleicht hat er ja eine gute Nachricht für dich. Das ist seltsam. Frank ist nicht da. Wo sind denn heute alle? Oh, es ist eine Überraschungsparty. Deshalb waren alle so in Eile. Und schau dir all diese Lichter an. Nur das Geburtstagskind hat keines. Einen Moment. Es sieht so aus, als hätten deine Freunde ein Geschenk für dich, Matt. Aber was könnte es sein? Es ist ein neues Licht. Herzlichen Glückwunsch, Matt. Die Streifenwagen. Car City ist in guten Händen, wenn Matt und Frank auf Streife sind. Keiner traut sich, Ärger zu machen, wenn diese beiden unterwegs sind. Sieht so aus, als hätte Matt etwas Verdächtiges entdeckt.
Warte mal, das ist kein Verbrecher. Das ist Tom, der Abschleppwagen. Was macht er denn dort in der Seitenstraße? Oh nein, jemand hat eine Ladung brandneue Reifen aus Toms Werkstatt gestohlen. Keine Sorge, Tom. Die Jungs hier finden den Dieb und bringen dir deine Reifen zurück. Hey, was ist das? Sieht so aus, als könnte das ein Stapel Reifen sein. Aber nein, das ist nur ein Stapel Kartons. Was hat Frank denn da entdeckt? Reifenspuren. Die hat jemand hinterlassen, der sehr schnell gefahren ist. Wie ein Dieb zum Beispiel. Dieser Lastwagen hat auf seiner Ladefläche einen Haufen brandneuer Reifen. Das muss der Dieb sein. Oh. Die Jagd ist eröffnet. Beeilung, er entkommt! Du hast ihn fast, Matt. Bleib dran. Oh nein, der verbrecherische Lastwagen entkommt. Aber warum sieht Matt dann so fröhlich aus? Da ist Frank. Er hat sich wohl gedacht, dass der Dieb versucht, auf dieser Route zu entkommen. Ja, so sieht's aus, Sonny Jim. Du bist geschnappt. Und der einzige Ort, an den du jetzt gehst, ist die Polizeiwache. Wow, was für eine Verfolgungsjagd, Jungs. Und wie schlau von euch, den Weg des Schurken vorauszuahnen und die Straße zu blockieren. Tom wird sich sowas von freuen. Wo wir gerade von ihm sprechen, hier ist er ja. Keine Sorge, Tom, der fährt nirgendwo mehr hin. Und Matt und Frank haben auch deine Reifen sichergestellt. Jetzt kannst du dafür sorgen, dass jeder in Car City sicher auf der Straße fährt. Gute Arbeit, Jungs! Die Streifenwagen. Wow! Schaut euch Jerry an, wie er diese Kurven um den See nimmt. Er übt bestimmt für das große Rennen morgen. Hey, Jerry! Es wird gleich dunkel. Machst du eine kleine Pause? Ich fasse es nicht. Jerry will die ganze Nacht für das Rennen üben. Jerry, du solltest wirklich eine Pause machen, bevor du noch einen Unfall baust. Sieht so aus, als bräuchtest du Hilfe, um aus diesem Matsch herauszukommen, Jerry. Ich frage mich, was Matt und Frank wohl gerade treiben.
Hey Leute, Jerry braucht eure Hilfe. Er steckt im Matsch beim See fest. Ja, du hast recht. Er wollte eigentlich beim großen Rennen heute Nachmittag dabei sein, aber ich weiß nicht, ob er das schafft. Könnt ihr ihm helfen? Großartig. Er hat sich richtig festgefahren. Hört sich so an, als würden sie an der nahen Rennbahn arbeiten. Jerry wird echt froh sein, wenn er rechtzeitig fürs Rennen aus diesem Matsch rauskommt. Hast du schon eine Idee, Matt? Natürlich. Tom, der Abschleppwagen, wird ihn herausziehen können. Ich glaube, er hilft auf der Rennstrecke. Schauen wir mal nach. Da ist Tom ja. Wollen wir mal hoffen, dass Matt ihn überzeugen kann, Jerry zu helfen? Wo will Frank denn hin? Hast du Glück gehabt bei Tom? Ich glaube, Frank hat noch eine andere Idee. Natürlich! Die Rennbahn ist dicht am See. Vielleicht kann ja Charlie der Kran Jerry herausheben und hierher bringen. Großartig! Sieht so aus, als hätte Charlie Zeit zu helfen. Hey Jerry! Matt und Frank haben Charlie den Kran dabei. Er kann dich aus dem Matsch heben. Jetzt muss Jerry aber schnellstens zur Rennstrecke. Wir haben immer noch Zeit, bevor das Rennen beginnt. Wir sollten Jerry ein bisschen sauber machen und vorbereiten. Großartig, jetzt müssen nur noch die Reifen gewechselt werden. Ob Tom wohl jetzt Zeit hat? Oh, sieht so aus, als würde Matt sich gerade drum kümmern. Und diesmal kann Tom helfen. Die Zeit wird knapp. Das muss ein schneller Reifenwechsel werden, Tom. Und schon wieder ist Charlie der Kran der Stunde. Jetzt aber schnell die Reifen gewechselt. Großartig, gerade noch rechtzeitig fürs Rennen. Und das Rennen hat begonnen. Sieht so aus, als könnte Jerry sogar gewinnen. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass er im Matsch festgesteckt hat. So musste er eine Zwangspause einlegen. Er hat's geschafft, er hat gewonnen. Wow, du hast es geschafft. Und nur vor ein paar Stunden hast du noch im Matsch festgesteckt. Da kannst du dich aber bei deinen ganzen Freunden bedanken. Was für eine großartige Teamleistung! Der Streifenwagen. Hallo Matt, hallo Frank. Wie geht's euch zwei heute? Frank? Matt, seht ihr diese Wände dort? Ich frag mich, wer da drauf rumgeschmiert hat.
Du hast recht, Matt. Das gehört sich nicht. Wir müssen den Schmutzfink fangen. Matt, Frank, seht ihr das dort? Noch mehr Geschmiere auf den Wänden. Du hast recht, Frank. Das Geschmiere hier sieht dem auf der anderen Wand sehr ähnlich. Los, den erwischen wir auf frischer Tat. In dieser Straße ist niemand. Lasst uns die nächste überprüfen. Schaut mal hier, Jungs. Ich glaube, wir haben unseren Übeltäter. Reifen hoch! Sie werden beschuldigt, entschuldige, Gary. Wir dachten, du wärst derjenige, der hier die Wände vollschmiert. Okay, diesmal finden wir den wahren Schmutzfink. Hier ist nichts Verdächtiges. Hier auch nicht. Hi, Lucy. Ja, schon klar, du hast das Geschmiere auf den Wänden auch gesehen, nicht wahr? Ja, wir versuchen den Schmutzfink zu fangen. Pass auf dich auf. Tschüss. Hey, was macht Billy der Bulldozer denn hier? Ich würde sagen, wir haben unseren Täter. Was immer du dort tust, Billy, hör sofort auf damit. Wir wissen, du bist derjenige, der die Wände hier in der Stadt beschmiert. Entschuldige, Billy. Ich glaube, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. Sieht so aus, als wärst du am Arbeiten. Bitte entschuldige unser Versehen. Wir wollen jetzt den wahren Schmutzfink fangen. Tschüss. Oh Mann, das war wirklich ein peinlicher Fehler. Wir müssen etwas vorsichtiger sein beim nächsten Mal. Du hast recht, Matt. Frank, wir können nicht einfach unschuldige Leute beschuldigen. Das ist unfair. Ich will ja nicht wieder vorschnell sein, aber irgendwas an Tyler, der so dicht an unserer fast beschmierten Wand der Polizeistation steht, kommt mir verdächtig vor. Was meint ihr, Jungs? Sollen wir ihn hochnehmen? Reifen hoch, Tyler. Wir wissen, du führst nichts Gutes im Schilde. Und einen Beweis haben wir jetzt auch. Haben wir dich. Oh, Tyler entkommt. Schnapp ihn dir, Matt. Schneller. Schneller, Matt. Ich weiß, Matt. Tyler ist zu schnell. Du hast recht. Lass uns Hector den Helikopter holen. Hey, Hector, wir brauchen deine Hilfe, um Tyler zu fangen. Komm schon. Tyler ist einfach zu schnell. Du musst einen Zahn zulegen, Hector. Komm schon, Hector, schneller! Lass ihn nicht entkommen! Dranbleiben, Hector, schnapp ihn dir! Grandioser Schachzug, Hector, gute Arbeit! Danke, Hector! Ohne deine Hilfe hätten wir Tyler nie geschnappt. Tschüss, bis bald! Tja, da gibt es wohl wieder etwas gut zu machen, Tyler. Das nächste Mal solltest du etwas vorsichtiger sein. Gute Arbeit, Matt. Gute Arbeit, Frank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.